Meine Frau und ich haben also ein Zimmer im zweiten Stock und meine Tochter eins im dritten, obwohl ich ausdrücklich benachbarte Zimmer gebucht habe. Sie ist Single, verstehen Sie? Ganz allein. Oh. Neuerdings Single. Und nicht immer allein. Bonjour. Übrigens Spencer. Jennifer, manchmal Jenny. Nein, Jen. Eigentlich nur Jen. Lust, heute Abend mit mir was trinken zu gehen? Ja. Schön. Komm, ich zeig dir Nizza. Ich möchte, dass du mir deine ganze Lebensgeschichte erzählst. Glaub mir, die ist langweilig. Endlich hast du einen wirklich attraktiven Mann gefunden. Hat Daddy versprochen, nett zu ihm zu sein? Ja, auf seine Art. Womit habe ich dich verdient? Wie wär's? Tun wir mal wieder so, als spielten wir Baseball? Ich bin mit Jen zum Dinner verabredet. Oh. Überraschung! Ich bin wieder da! Ah! Aufhören! Du tust ihm weh! Psycho Killer! Für wen arbeitest du wirklich? Sagen wir einfach, ich arbeite für die bla 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 und die gaben mir eine Lizenz zum bla. Ah! Deine Beine. Oh nein, vergiss es! So einfach läuft das nicht! Halt machen! Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schießt ja gar nicht, Schatz. Oh, Scheiße! Das wird ein langer Tag werden. Wow, das war wirklich gut. Bravo. Catherine Heigl, Ashton Kutcher, Kiss and Kill. Süße, man kann deine Knarre sehen. Na ja, wohin soll ich sie denn bitte schön stecken? Ist dir schon mal aufgefallen, wie riesig das Ding ist?